Jo, also, wir wollen weiter optimieren beim Eisen. Was langsam echt albern wird. Und uns separat dazu um die Basis im Westen kümmern. Für die Basis im Westen brauchen wir Mauern. Ich habe hier komischerweise Steine im Inventar, die vermauere ich gleich mal. So, dann Lasertürme. Dafür brauchen wir Stein. Ich glaube, wir haben da was. So, nimm mal ein paar Steine mit. Und bau dann 20 Lasertürme und guck, was dann fehlt. Dann fehlt Eisen. Stahl. Stahl müsste uns gleich zugeflogen kommen, genau wie die grünen Chips. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir haben schon wieder eine riesige Roboterarmee, die sich durchgeht, nur versteckt. Und versucht, unentdeckt zu bleiben. Und dann immer sporadisch sagt, wir brauchen mehr Roboter, wir brauchen mehr Roboter. Damit die Armee noch größer wird. Und da kommt der Stahl. Okay. Dann hätte ich gerne noch mehr. Und warte wieder auf Stahl. So, aber während ich jetzt immer wieder auf Stahl warte, gucke ich mal ganz kurz, wo die Abdeckung ist. Nur bis da haben wir ein Roboport. Blinkt irgendwo was orange auf? Nein. Okay. Das heißt, ich stelle mich kurz hier hin, lass mich noch mal befüttern. Und mit dem nächsten Schwung Stahl, obwohl ich breche die einfach ab. Da brauche ich ein Roboport. Den klatsche ich dann nicht hier hin, dass ich auch hier Abdeckung habe. Gut. Also, was kann ich jetzt noch optimieren? Die Sludge-Tanks füllen sich. Ich glaube, ich kann nur noch optimieren mit noch mehr Zentrifugen, ha? Huh? Hier kommt kein Roheisen mehr an. Okay, also das momentane Problem ist nicht genug Roheisen. Das lässt sich leicht beheben. Ich denke mal, einer von den Mining Drills wird ausgefallen sein. Es geht langsam. Beschränk dich bitte mal. So. Nom 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 nom. So. Oh, warte mal. Warum staut sich das da nicht? Du arbeite mal schneller, bitte. Warum kriegst du keinen Stein? So was nicht rausgenommen werden kann. Stopp. Bin gerade ein wenig irritiert. Wir haben eine Überproduktion an Steinzahnrädern. Warum füllt sich die Kiste nicht? Es wird schnell reingelegt, es wird schnell rausgelegt. Aber dann müsste doch eigentlich irgendwann die Kiste sich füllen. Nur wenn die Fabrik vor dem, hinter dem Verbraucher wäre, oder? Verstehe es nicht. Da staut sich das. Also du legst es rein. Du legst das selber wieder raus, weil es sich halt nicht staut. Liegt das jetzt echt an den Ecken? Weil sie nicht so schnell sind, wie sie sein könnten? Mach mal. 3, 4 Ecken. Weil ich hätte gerne hier wirklich einen Vorrat an denen. Weil ich brauche die öfters mal für irgendwelche Sachen. Und dann muss der Spieler das in seinem Inventar craften. Das ist nervig. Also mach die Ecken jetzt mal schneller. Oh oh. So. Ecke schneller. So, und leg mal doppelt so schnell rein. Das wäre, glaube ich, die bessere Lösung. Achso, Shift rechts, Shift links. So, jetzt sollte sich das versammeln. Nimm mal mit. Gut, was wollte ich eigentlich machen? Das nächste Problem. Ich wollte eigentlich für mehr Eisen sorgen, weil da ist nämlich einer ausgefallen, wie ich das prognostiziert hatte. Gut. Also, nicht gut, aber passiert halt. Strom. Da. Da hätte ich gerne. Da und da. Also einer ist ausgefallen und wir tun zwei als Ersatz wieder hin. Und bauen noch mehr. Ja. Also einer ist ausgefallen, wir tun vier als Ersatz hin. Das sollte doch langsam mal denn, ne? Hinhauen. Und hier. Da
Da ist noch so ein Speed-Ding. Genau, dass sich das ein bisschen da staucht. Dann hätte ich gerne da einen. Und da noch einen. So, runter. Du brauchst noch die da. Du brauchst noch die da. Also wir haben jetzt drei mehr, als wir hatten, bevor der eine ausgefallen ist. Das muss doch langsam reichen. Nein! Hätte ich das einen Ticken früher gemacht, wäre ich noch auf die 50 gekommen. Aber na gut, wir müssen eh alles verforschen für die MK3-Module. Also kann ich die eigentlich alle da reinhauen. So, Eisen. Es ist wieder dicht an dicht, aber nicht so dicht, wie es sein könnte. Warte mal, das müsst ihr doch eigentlich durch... Also, wir haben ein Fließband. Ein gelbes Fließband. Und es ist nicht komplett ausgelastet. Was man hier sehen kann in den Lücken hier. Wenn ich jetzt einmal ein schnelles dazwischen packe, läuft es auf dem schnellen doch maximaler Geschwindigkeit. Dann rauscht es doch bei dem vor ihm liegenden gelben Fließband hinten auf und müsste dafür sorgen, dass ab da alles schnell läuft, oder? Test. Ja, Gedankenfehler. Natürlich kommt er nicht genug schnell hinterher. Also ja, man müsste es alles durchgehend rot machen. Das ist viel, viel zu teuer. Was das alles kostet. Wir sind jetzt unter die 630 gefallen. Das ist sehr schön. Unser stabiles System ist tot. Aber ne, ich habe jetzt gerade drei neue gebaut. Das sollte eigentlich hinhauen. Sludge ist fast voll. So, du bau jetzt bitte endlich das Laserding. Das kostet richtig gut was an Packs. Und ich hoffe, dass ich das mit normalen Batterien betreiben kann. Aber wenn ihr echt alle dieses komische Edelsteinzeug braucht, haben wir ein Problem. 25 Range. Oh, die normalen Batterien. Warte. Damage 6. Okay, doch, die können wir benutzen. Du hast Damage 16. Wie viel Grunddamage hat das Lasergewehr? Keins. Oh nein. Damage 20. Also ja, wir könnten mehr Schaden machen als die Combat Shotgun, aber nur wenn wir Raw Emeralds benutzen, oder wie? Okay, das muss ich live testen. Das bringt mir so nichts, wenn ich das angucke. Wenn ich das angucke, wird mir bloß mulmig, dass ich gerade tierisch viele Forschungspunkte verballert habe für etwas, was wir nicht wirklich nutzen können. Wobei wir ja Felder haben mit Edelstein. Wir müssten sie nur mal anzapfen. Na, gut. Also. Ich reiß mal kurz die Sludge-Dinger ab. Damit wir das Problem wieder ein bisschen nach hinten verschieben. So. Tank. Weißt du was? Ich hätte gerne noch so einen Tank. Also, es hat jetzt auch einen Sinn, warum ich das mache. Und zwar will ich jetzt die Verbindung hier nochmal herstellen. Dass die Tanks auch von mehreren Stellen abgesaugt werden. Also setzen wir mal dicht dahin. Dann machen wir jetzt da einen Ausgang. Da eine billige Pumpe. Und dann machen wir da eine Verbindung rein. Wir haben nur keine Pipes mehr. So, das heißt, das Ding wird an noch einer Stelle abgepumpt. Das Ganze können wir auch da nochmal machen. Müsste also dann auch von der Pumpe abgepumpt werden. Es müsste nur eine bessere Pumpe sein. Das kann ich noch kurz machen. Machen wir da eine Viererpumpe. Und dann können wir auch theoretisch das Ganze. Ja, warte mal. Mach mal hier keinen Anschluss. Sondern lass das mal bis nach da laufen. Oh, warte. Also ich versuche jetzt die Last ein wenig aufzuteilen. Weil sonst haben wir 8 verschiedene Zentrifugen, die alle durch ein Rohrsystem dadurch gequetscht werden wollen. Das kann natürlich nicht klappen. Aber so haben wir jetzt noch ein extra
Also direkt von da nach da. Das heißt, der hier belastet das Knödelding da überhaupt nicht mehr. Und der Tank entlastet die oberen drei Kupferdinger. Ja gut, ich hoffe, das klappt mal alles so. Das hier unten beim Stein sieht ja schon mal ganz gut aus. Wobei ich glaube, wir haben noch schnelle Ärmchen, ne? Wo sind die ganz schnellen? Da sind die ganz schnellen. Weep, weep, weep. Weep, weep, weep. Hahaha. Ah, staut sich nichts mehr. Aber die Kisten werden jetzt halt alle instant voll. Ja. Oh, da kommt was für mich. Skynet. Ich hab dich abgeschaltet, richtig? Es waren mir gerade zu viele Roboter. Das war eine richtige Roboterschlange. Zeig mir mal bitte eine von deinen Kisten, Skynet. Da. Ne, ist noch 184. Und alle stehen zur Verfügung. Ah, das ist komisch. Ich guck mal ganz kurz zum Schwefel, ob da nicht irgendwas kaputt ist. Und allgemein hier in der Ecke. Also du stellst Carbon her für Stahl. Das ist okay. Wir haben ganz viel Sprengstoff. Das ist okay. Wir haben... Der Schwefel wird direkt in die Kiste getan. Da kommt ein Roboter angeflogen und tut's von da nach da. Oh. Okay. Was machen die Roboter mit kaputten Mauern? Stellen die auf und reparieren sie dann? Oder werden die ignoriert? Gute Frage, denke ich. Schmeiß mal die Sandmauern da rein und dann bau mal bitte Sandmauern. Die brauchen Holz. Oh, interessant. Das heißt, wir haben auch einen Abnehmer für Holz. Wer hat noch irgendwo noch kistenweise Holz rumstehen von den ganzen Rodungsaktionen? Wo versteckt ihr euch? Da ist welches. Weil dann könnte ich mal anfangen, die ganzen Sandhaufen, die wir bei der Wasserproduktionsanlage haben, zu versanden. Und in die stärkeren Mauern außen lang zu bauen. Oder die stärkeren Mauern können wir jetzt benutzen für die neue Basis. Das klingt ja auch nicht schlecht, weil das schiebe ich schon wieder von mir hin. Wir wollten ja eigentlich ganz viele Lasertürme bauen für die Basis. Das sind bisher nur 15. Ist jetzt nicht so wirklich viel. Und halt Mauern. Mauern, 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 Mauern. Jetzt gib mir Sand. Hier kam ich durch, ne? Nein. Aber ich kann dich mal da wegnehmen. Und ich kann dich irgendwo aufbauen, wo du nicht im Weg stehst. Was hältst du davon? Da zum Beispiel. Ja, sehr schön. Also da ist Sand. Achso, du bist die falsche Kiste. Wo ist unsere Sandkiste, unsere neue? Da oben kann das sein. Da ist normale Wasserproduktion ohne Nebenprodukte. Skynet ist aus. Da ist der Blob. Hier. Hier ist unser Sand. Ah ja, sehr schön. Gut. Dann bau doch bitte... Wollen wir das, den Sand gleich weiterverarbeiten? Also ich könnte es gleich so machen, dass aus dem Sand automatisch Sandsäcke gemacht werden. Aber wir brauchen ja auch Sand für Glasproduktion. Das heißt, ich will das nicht unbedingt machen. Also Glas brauchen wir für den Laser. Wobei wir brauchen ihn nur einmal für die Herstellung des Lasers, oder? Genau, für die Munition selber. Ja komm, zwei Glas kann ich jetzt kurz irgendwo schmelzen. Wir haben noch bestimmt sowas im Inventar rumliegen. So eine Schmelzanlage. Jo. Ich mag mein Inventar. So, du. Hier in dem Sand. Eins. Zwei, fertig. Stopp, 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 stopp. Du wirst hier auf den Boden geschmissen und irgendein Item-Collector schnappt dich schon. Ist ja auch schön und so. So, bitte, bitte lass jetzt mal die Eisendinger ein bisschen voller sein. Nö. Ah, das ist doch albern. Also, ich habe drei komplett neue Mining Drills oben drauf geschmissen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich überall, überall rote Fließbänder benutzen.
Alter Falter. Oder hier schnellere Ärmchen? Nee, das bringt ja nichts, dann stockt das hier ja nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Das wird schweineteuer. Und das wird auch erst was bringen, wenn es komplett rot ist. Ja. Na gut. Ich gehe mal kurz zu den Modulen. Die dürften jetzt hier voll sein, die Kisten. Oder die Kiste. Dann nehme ich die Module raus und mache das ganze System aus.